Leute, 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 here we go again. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich freue mich sehr. Und yep, wir machen heute weiter mit Folge Nummer 10 von Are You The One? Reality Stars in Love. Und bevor es hier losgeht, eigentlich bin ich abgefuckt des Todes. Denn ich habe dieses Video gerade schon mal aufgenommen. Alles war fertig. Ich rede immer eine Weile und immer wenn ich sage, nur das Beste für euch, denke ich mir, boom, wieder eins geschafft. Dann gucke ich auf mein System und sehe, dass das rote Licht niemals an war. Ich habe niemals auf Record gedrückt. Jetzt fragt ihr euch, wie das nach 1000 Videos noch passieren kann. Ich weiß es nicht, aber ich habe mir gesagt, egal. Ich stehe jetzt einfach weiter für euch da und mache es nochmal. Was mich an der Stelle auf jeden Fall freuen würde, wenn ihr mal einen gewaltigen, fetten Daumen nach oben hier reinhaut und mich ein bisschen supportet. Wenn ihr die ganzen Folgen sehen wollt, checkt mal den Link in der Videobeschreibung. Und wenn ihr meinen Channel noch nicht abonniert habt, macht es auch sehr, sehr gerne. Vielleicht ist es auch ein gewisses Experiment und ich kann die Jokes, die ich ja gerade schon gemacht habe, ich werde mich an die Hälfte nicht mehr erinnern. Vielleicht kann ich sie aber auf ein neues Level heben. Ich weiß es nicht. Ich rede schon wieder zu viel. Deswegen würde ich sagen, wir schauen jetzt direkt rein und es geht los mit der Auflösung der Matching Night und mit der wichtigsten Frage aller Zeiten. Wie viele Lichter gehen heute an? Ich kann es euch verraten, ich weiß es ja schon. Ich habe es ja gerade schon mal gesehen. Egal! Boom! Perfekt, mein Sohn. Das dauert mir zu lange. Ein Witz, ich schwör's euch. Ihr spielt also ab sofort um 130.000 Euro. Blackout, Baby! Und ich find's jetzt lustig, dass ich das jetzt alles nochmal machen muss. Egal, Blackout, wer hätte damit gerechnet? Ich nicht unbedingt. Also es hat mich jetzt auf jeden Fall überrascht. Nicht nur, wie weit hier Anastasia den Mund aufmachen kann, aber auf jeden Fall auch, dass sie einfach jetzt nochmal 50.000 Euro verlieren. Das heißt, von der Gesamtsumme von 180.000 werden jetzt 50.000 nochmal abgezogen, das heißt 130.000. Und dadurch, dass ihr den Full Service hier bei mir gebucht habt, wenn ihr meinen Channel abonniert habt, und das ist vielleicht ein guter Moment, einfach mal gerade den Channel zu abonnieren, um mir ein kleines Lächeln auf die Lippen zu zaubern. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann macht das jetzt sehr gerne. Denn dadurch, dass ihr den Full Service hier gebucht habt, kann ich euch jetzt sagen, wie viel sie jetzt noch am Ende bekommen. So, das heißt, wir haben 130.000 durch 20 Leute, 20, weil eine Person leer ausgeht, sind wir bei 6.500. Vorher waren es 9.000 und jetzt möchte ich mal kurz Jenny hören. Yeah, yeah, yeah! Denn sie bekommt auf jeden Fall, falls sie es schaffen, 26.500. Eigentlich müsste sie richtig sauer sein, denn vorher hatte sie 29.000. Wir erinnern uns, sie hat das Angebot mit den 20.000 Euro angenommen. Weiter geht's. 9 Matches können wir jetzt ausschließen. 2 haben wir noch dazu. Das heißt, wir haben schon 12 Matches ausgeschlossen. Das ist viel. Und am Ende nehme ich auch lieber 130 als 0. Und damit hat sie absolut recht, denn tatsächlich hat es ein bisschen was Positives. Sie können 9 Paarungen komplett ausschließen. Dann haben sie ja noch hier und da so eine Matchbox-Entscheidung gehabt. Auch nicht so viele. Ein Perfect Match haben sie gefunden. Und einmal wissen sie, dass Mark Robin und Arsena kein Match sind und irgendwas. Nee, das wissen sie nicht. Anastasia und Khan waren in der Matchbox und da wurde verkauft. Also sie haben, glaube ich, so 11 Sachen, die sie wissen. Und am Ende des Tages wird denen das natürlich helfen. Was ist denn los mit sie und Lana die ganze Zeit, ja? Ich finde, sie ist einfach fake. Ich verstehe nicht, was sie hier verloren hat. Ich möchte gerne, dass wir uns alle gut verstehen, dass wir alle zusammenarbeiten. Es gibt die Gerüchte, ich habe die beiden auch gesehen im Club. Und, ja eben, warum hat sie dann gelogen? Das ist dann ihr Ding, das ist ihr Image. Ja, und er hat da ja auch so ein bisschen recht. Und jetzt nochmal zu dieser Hamburg-Geschichte, dass er sie gesehen hat. Da hat sie auf Instagram gesagt, ja, das war ja auch so, haben wir auch gesehen, gar kein Problem. Sie hat das ja einmal verneint im Interview, dass das nicht stimmen würde. Und da meinte sie auf Instagram, dass das bezogen war auf die Aussage von Nadja. Und Nadja hätte sie gar nicht gesehen, weil das einfach nicht gestimmt hat. Was da am Ende dran ist, ob die wirklich ein Pärchen sind oder nicht, Lord knows, ob die jetzt zueinander gefunden haben, Lord knows, wir wissen es überhaupt nicht, aber irgendwas scheint da tatsächlich dran zu sein. Was mich aber überrascht ist, dass Laura Blond eigentlich 24/7 über Dana redet, als gäbe es kein anderes Thema. Ich frage mich halt, was sie hier macht. Am Ende unsere neue Bachelorette. Yep, und die Mean Girls sind wieder vereint. Nadja und Laura, das ist auch eine Kombi. Das ist eine Todeskombi. Ich sag's euch, das ist wie wenn du
Street Fighter 8x, einmal O und einmal Dreieck gedrückt hast. Oder so. Und das Lustigste ist jetzt für mich tatsächlich, dass ich überhaupt nicht mehr weiß, was ich im vorherigen Video eigentlich so gesagt habe. Genauso wie das mit der Bachelorette war komplett aus dem Kontext. Also ich war schon mal im Gespräch sogar einer engeren Auswahl, aber ich kann mich jetzt nicht dran erinnern, dass ich das irgendwie gesagt habe. Und so langsam bröckelt so mein Image von Dana oder meine Vorstellung, denn es klingt schon so ein bisschen komisch, auch wenn sie da sagt, so, auch das mit der Bachelorette komplett aus dem Kontext gerissen. Ah ja, ich war aber in der engeren Auswahl, also nicht, dass du gefragt hättest, aber ich stand da auf jeden Fall im Raum. Es ist gar nicht so abwegig, aber dass ich darüber geredet habe, weiß ich doch nicht. Ich finde, dass sich Jenny so respektlos verhalten hat, von der ersten Sekunde an bis zur letzten. Und du hast glaubt, du kriegst keinen Mann, hab dabei einmal ein Verbot, weil du zu gefährlich bist. Ja. Das finde ich süß von Tara. Sie möchte jetzt Linda hier so ein bisschen aufbauen. Das Bashing bei der letzten Folge war auf jeden Fall krass. Wir haben Jennys Performance gesehen als kleiner Gift, der auch gesagt hat, ey, sieh hier, keine Kurven, willst du wahrscheinlich so klein sein wie ich und die Kurven und du minimierst mich mit der Aussage hier auf meine Größe. Mit Giftzwerg meint sie, glaube ich, eher das Verhalten. Sie könnte auch sagen Rumpelstilzchen-Syndrom. Und egal, Linda hat jetzt ihre eigene Theorie, warum das wohl zum Blackout gekommen ist und was bisher das Problem ist an der ganzen Sache. Wir hatten einen Blackout und warum? Natürlich, weil die ganzen Leute hier exklusiv gehen und dann die anderen Leute nicht mehr kennenlernen wollen. Mhm. Und da muss ich jetzt ein bisschen passen, weil ich tatsächlich nicht mehr genau weiß, wer zusammensaß. Waren die exklusiven Pärchen alle zusammengesessen? Ich glaube überhaupt nicht. Das heißt, sie haben sich ja schon random mit Leuten hingesetzt. Aber okay, ich verstehe, was sie meinen. Vielleicht haben sie es tatsächlich nur random gemacht und die lernen halt wegen der Exklusivität nicht die anderen Leute richtig kennen, um dann zu sagen, ah, wir haben doch mehr gemeinsam als den gemeinsamen Zungenschlag auf einer Party, wo wir hackedicht sind. Guck mal, Jenny, ich bin ein sehr empathischer Mensch. Ja, und ich kann das gar nicht, wenn ich vor allem jemanden, den ich gerne mag, irgendwie leiden und weinen sehe. Und wer denkt an die Zeit zu zweit? Ich bin ein super empathischer Mann. Bist du fremdgegangen? Nein. Und ich möchte nicht eine Person, die ich mag, so weinen sehe. Wirklich nicht? Nein. Und ich habe zu euch beiden eine Connection. Auch wenn die zu dir stärker ist, ist es mir trotzdem nicht egal, was mit Linda ist. Aber gut, ich finde, wir haben lange nicht mehr über Dana gesprochen. Und ich glaube, Laura Blond sieht das so wie ich, deswegen packt sie wieder einen aus. Ja, wir haben ja gehört, auf der Liste von Tim, mit dem er nicht rummachen darf, was auch kompletter Schwachsinn ist, steht eben Laura Blond. Ich glaube, Nadja wurde neu hinzugefügt und wer war noch? Linda. Ich find's lustig, dass ich auf ihrer Routenliste stehe. Und du für Dana noch das Kopfgeschmissen, gerade mit Absicht. War ich auch bei der Party. Und ich sag doch nie Mean Girls, irgendwann bin ich zurückgerudert, aber sie sind so. Sie hacken jetzt hier wieder verschiedene Pläne aus und ein Plan ist es eben, Dana eins auszuwischen. Aber naja, schauen wir mal zu Jenny. Die braucht wahrscheinlich nach ihrer Bashing-Einlage auch mal eine Pause und die reflektiert sich selbst. Denn ich glaube, die merkt schon, dass sie da ein bisschen übertrieben hat, oder? Junge, ich bin nur voll happy, voll entspannt. Ich gehe Drama aus dem Weg. Aber wenn du versuchst, mich für doof zu verkaufen, du hast da auch noch Asche. Yep, und wie tief Jenny noch fallen wird. Naja, also 20.000 Euro hat sie sicher, aber vielleicht vom Niveau warten wir mal ab. Linda ist jetzt natürlich erbost, denn die findet es ein bisschen schade, dass sie von Lukas überhaupt keine Rückendeckung bekommen hat. Und hat er nicht gerade gesagt, dass er so super empathisch ist und dass er nicht möchte, dass er eine Person mag, dass die weint und so? Ich meine, Linda weint die ganze Zeit, von Lukas kam bisher kein nettes Wort. Wieso stehst du nicht hinter mir? Und was ist denn, was habt ihr mit allem mit eurem Tabu da? Ich versuche echt Rücksicht auf euch beide zu nehmen, weil ihr mir beide nicht egal seid. Wenn ein anderer Mensch so gegen eine Person schießt, dann muss man hinter der Person stehen, die da gerade beleidigt wird. Muss man nicht, kann man aber natürlich. Der hätte auch mal zu Jenny sagen können, ey, was du da machst, dein Verhalten, das geht gar nicht. Hör mal auf, so persönlich zu werden und das ist eine Art, die gefällt mir auch überhaupt nicht. Dann wäre Jenny natürlich wieder kurz an die Decke gegangen, aber ich glaube, Jenny ist so eine Person, die geht dann natürlich an die Decke, aber die wacht dann auch nachts um 4 Uhr auf und denkt über die Worte nochmal drüber nach, geht dann nochmal an die Decke, dann läuft sie irgendwo an der Decke rum, fällt irgendwann zu Boden und denkt sich dann, ja okay, vielleicht hat die Person ja recht gehabt. So was Lukas gemacht hat, finde ich schwach. Ich bin der Meinung, er macht das nicht, weil er hinter ihr steht und sie nicht verletzen will und dann kriegt sie das halt wieder in den falschen Hals und ich vermute, deswegen hat er nichts gesagt. Und das könnte schon sein und die Matching Night, die steckt jetzt noch einigen in den Knochen. Auch Mark Robin sagt jetzt nochmal zu Jenny, ey, ganz ehrlich,
finde ich nicht cool. Und da muss man auch sagen, Respekt an Mark Robin, der hatte seinen eigenen Beef mit Linda. Okay, er hat dann auch wieder eine kleine Massage irgendwann zwischendurch bekommen. Aber er steht jetzt nochmal für sie ein. Genau das, was sie eigentlich von Lukas erwartet hatte. Und wie reagiert Jenny? Dieses mit den Kurven so hat er echt getroffen. Und ich finde, das ist auch wirklich beleidigend gewesen. Schon so ein bisschen Body Shame. Sie hat doch gesagt, sie ist ein kleiner Kampfzwerg. Nein, Giftzwerg. Das ist auch nicht fair. Man geht nicht auf die Größe. Man geht nicht auf die Größe. Über die Kurven kann ich lästern, aber über die Größe, das geht gar nicht. Und ich glaube immer noch, dass mit Giftzwerg eher das Verhalten gemeint war. Vielleicht muss man hier im Trash-Bingo einen anderen Ausdruck finden. Und den habe ich vorhin schon gebracht, daran erinnere ich mich. Und ja, wie könnte dieser Ausdruck sein? Sagen wir mal, Maurice im grünen Power Ranger-Anzug. Das ist der Vibe. Naja, auf jeden Fall, vor dem Start dieser Staffel haben wir ja schon gehört, es geht hier ordentlich zur Sache. Der Boom Boom Room musste während der Dreharbeiten dreimal neu renoviert werden. Und Leute, was ist denn los? Da ist nichts. Da sieht man Heuballen von links nach rechts durchs Bild wehen. Nichts passiert da. Und es gibt hier eine Demo, eine Ein-Frau-Demo, Ein-Mann-Demo von Nadja. Die denkt sich, nö, das sollten wir mal ändern. Willst du mit mir das Boom Boom oder nicht? Er fragt jetzt einmal, ich sag kein zweites Mal mehr. Ich weiß nicht. Sie will Boom Boom geben. Ja, aber warum willst du nicht? Wir bekommen Stress am Ende, ich, nicht du. Egal, Bruder, Stress ist immer gut. Stress hier? Du bist gut jetzt. Heute schlafe ich mit Laura. Yep, der ist da so ein bisschen vorsichtig. Der möchte das mit Laura doch noch nicht aufgeben. Jetzt kann man sich so fragen, hä, Nadja? Und Laura, die Mean Girls, ist es Laura egal, wenn er was mit Nicola startet? Ist es ein kleiner Test? Was geht hier eigentlich ab? Aber noch eine sehr, sehr oft gestellte Frage. Was geht denn jetzt eigentlich hier mit Dana und Tim? Ich meine, machen die irgendwann mal rum? Haben wir die schon mal rummachen gesehen? Und die Antwort präsentiere ich hier, feierlich. War jetzt der Knoten Platz. Paket ist zugestellt und jetzt können wir da ganz entspannt anknüpfen. Du hast Germany Shore gesehen, oder? Sie hat mir selbst erzählt, dass sie dort immer zu Vierer und Fünfer rummachen und so weiter angestiftet hat und dass sie mit dabei war. Ja, und warum macht sie jetzt hier eine auf Heilige Maria? Wer? Sie hat sich geändert. Wenn man einfach hier nichts macht, dann muss man das auch respektieren. Frohe Ostern! Und Ozan hat komplett recht. Er nimmt hier Dana nochmal in Schutz, aber scheinbar ist er auch kein Mitglied des Hate-Clubs und hat das Memo nicht bekommen. Die sitzen da ja nicht umsonst, die wollen hier gerade so ein bisschen lästern und da spielt es keine Rolle, was er für eine Meinung hat. Aber er hat natürlich recht, wenn du da keinen Bock hast rumzumachen, dann musst du da ja auch nicht rummachen. Zwei müssen darüber nicht diskutieren. Weil da kommen wir nicht auf einen Nenner. Denn du hast nicht meine Meinung. Und wie gesagt, du hast das Memo nicht bekommen. Wir sind hier am Lästern. Du kannst jetzt nicht einfach deine eigene Position einnehmen, mein Freund. Ja, weil er was Dummes. Also übertreib nicht, okay? Man kann sich da von Format zu Format ändern. Bin vielleicht vieles, aber dumm bin ich nicht. Du kannst mir nicht erzählen, dass man so eine schmale Taille plötzlich hat und so eine breite Hüfte. Das geht nicht. Ja. Hat Gott gedacht, ja, du bist so eine ehrliche und tolle und aufrichtige Person mit so tollen Werten. Wir geben dir jetzt einen richtig fetten Arsch. Und da kann man nur gratulieren. Was ich aber hier immer noch nicht raffe, die reden halt wirklich nur darüber. Nur über Dana. Irgendwas muss da ja stimmen. Okay, sie hat ja schon gemeint, sie ist eine chronische Lügnerin und sie möchte das irgendwie aufdecken. Vielleicht hat sie so ein Ego-Problem und weiß auch, dass Dana eine hübsche Frau ist und denkt sich, nein, okay, ich komme mit meinem Ego nicht klar. Ich möchte sie einfach bashen, damit es mir besser geht. Also irgendwas ist da im Argen. Aber selbst wenn sie denkt, dass es eine chronische Lügnerin ist, wieso beschäftigt man sich so 24/7 mit einer Person? Würde ich das machen? Nee. Würde ich mich freuen, wenn man sich 24/7 mit mir beschäftigt? Auf jeden. Und wer sich jetzt gefragt hat, ob die Tour von Nadja schon vorbei ist? Nein, sie zieht noch weiter. Und die nächsten, die sie trifft, mit der Frage, ob man nicht in den Boom Boom Room gehen könnte, sind Tim und Khan. Das hat sie auch was aktuell aufgeladen. Wollt ihr vielleicht einen Boom Boom? Oh, Boom Boom, schwierig. Ich hätte alles gegen Laura, aber der hat so Ablauf. Ich glaube, irgendwann gibt der schon auf. Oder der ist doch knackbar. Der müsste doch knackbar sein wie ein Leibniz-Keks. Aber egal, wir kommen zum Spiel. Und das ist ein typisches Spiel, sehr, sehr unbeliebt bei allen Kandidaten, denn es geht hier um Flüssigkeit, die von Mund zu Mund übertragen wird. Am Ende muss die Flüssigkeit irgendwo reingespuckt werden und wer am meisten Flüssigkeit gesammelt hat, darf auf ein Date. Mit vollem Mund lauft ihr zu eurem Mann und übergebt den Drink. Und Jungs, ihr rennt dann auf Klo Samui und spuckt die Flüssigkeit in die Schüssel. Komm, was bist du? Geradeaus, geradeaus!
Kahn und Tara. Ja. Und das zweite Datepaar sind Nicola und Laura Brünett. Yay. Und als ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, weiß ich nicht, ob das so eine geile Paarung ist. Macht es Sinn, irgendjemand da in die Matschbacks, Shoutout Salvatore, zu stecken? Irgendwie eigentlich nicht, aber vielleicht sind das genau eben die Paarungen, die man doch mal näher prüfen sollte. Und vielleicht sind das die Perfect Matches. Warum auch immer. Und ja, Leute, habt ihr nicht auch irgendwie das Gefühl, dass lange nicht mehr über Dana gesprochen wird? Und ich glaube, da rede ich nicht nur für mich, sondern auch im Sinne von Laura Blond. Lass doch mal wieder über Dana reden. Ey, was hat die denn gesagt? Ja, ich bin halt Wifey. Sie nicht. Deshalb werde ich mit Respekt behandeln und sie nicht. Also sorry, aber ich finde, die spielt dieses Spiel hier komplett falsch. Ich höre schon wieder, die redet schon wieder über mich. Kann ich nicht einmal die Fresse halten? Dieses Mädchen ist so lost, Alter. Ja. Laura, sorry, dass ich Wifey bin und sie halt nicht. Deswegen behandeln mich alle Männer mit Respekt. Ach, wie ein Schaden. Die arme Maus, Alter. Sorry. Und diese Aussage hat eben auch Tara vernommen und das schmeckt ihr hier gar nicht. Und ja, wir wissen ja, Tara ist eine kleine Gossip Queen und die denkt sich, ja, wenn über Laura gesprochen wird von dieser Dana, obwohl vorher über Dana gesprochen wurde, dann möchte aber Tara eben auch diese frohe Botschaft mit Laura teilen. Es ging gegen Laura Blond. Aber das war nicht auf Kamera, deswegen können wir jetzt gar nicht darauf eingehen. Doch, kann ich. Was ist denn das für eine ekelhafte Aussage? Die Leute, die wirklich Klasse haben und die wirklich Wifi sind, die müssen andere dafür nicht runter machen. So ein Ding. Und deswegen lästern wir die ganze Zeit über Dana. What the F? Das macht gar keinen Sinn, was sie sagt. Jeden Tag muss ich mir immer wieder was Neues anhören. Das macht sie extra. Guck mal, Nadja und Noreen sind bewusst, um einfach ein bisschen Virginia. Ja, aber versteht ihr? Ja, aber man kann doch nicht immer auf die gleiche Person draufgehen, ja, Alter. Die ganze Zeit, jeden Tag. Und wer sich gerade wundert, dass in den Armen von Lukas war Dana und Jenny rastet gar nicht aus. Okay, Jenny und Dana sind auch Verbündete. Und was Ozan hier gesagt hat, dass das so ein bisschen dieser Kim-Virginia-Vibe ist, da hat er schon recht. Man macht hier so ein bisschen das Ganze, um Sendezeit zu provozieren. Was für mich wichtig ist, ist Familie auf jeden Fall, weil ich auch von einer sehr großen Familie komme. Ich bin so ein Mensch, ich bin ein Zuhörer und ich analysiere, was ich höre und ich lese zwischen den Zeilen. Ich bin nicht so der Fragensteller. Aber wie willst du mich kennenlernen, wenn ich halt nur erzähle? Ja, weil ich beobachte deine Aktionen. Weiß ich nicht. Also in meiner wilden Dating-Phase, klar, ich habe hier und da auch gerne entertained, aber ein Date war für mich nur gut, wenn man den Ball hin und her spielen kann. Beide die beste Unterhaltung ihres Lebens hatten, hier gelacht, da gelacht, einfach einen gewissen Vibe haben. Und wenn ich da jemanden hätte, der mich die ganze Zeit nur so judgy anschaut und irgendwie beobachtet und bla bla bla, sich übereinstellt, dass man irgendwie der Hofner ist, der entertainen soll, nee, dann ist das einfach nur Schwachsinn, hätte ich gar keinen Bock drauf. Also sage ich ganz ehrlich, wäre überhaupt nichts für mich. Du denkst als Mann, warum kommt nichts von ihr, aber es ist halt genau das, was sie ausmacht. Nee, das sehe ich gar nicht, das muss von beiden Seiten kommen. Keiner muss der einen Person irgendwas beweisen, es muss einfach eine gewisse Chemie entstehen und dann ist es ein cooles Date. Bei wem genau das passiert ist, das habe ich beim letzten Mal schon gesagt und vielleicht ist es überraschend, vielleicht aber auch nicht. Diese Chemie ist eben bei Arsena und McLovin, Mark Lovin, Mark Robin zu sehen. Ich sehe das so in meinem Blick, du willst mich so sehr. Ich würde dich so herzen. Wir können uns auch nicht mehr normal küssen, so. Finde ich gut, mag ich sowas. Laura Hausberg! Und die Who-Girls sind back! Und hat sie eben gesagt, Laura Ho ist zurück? Ich glaube, sie hat das so gesagt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Die Exklusivität ist ja mit Nicola vorbei. Und Nicola ist gerade auf dem Date mit Laura Brünett. Und ich sag mal so, das ist ihm da auch bewusst. Ich bin froh, dass ich sie jetzt kennengelernt habe. Weil ich habe dir immer gesagt, boah, die Frau ist echt krass. Wirklich richtig schön aussehen. Niemand von den Frauen hat so krasse Körper so wie du. Ich würde sie gerne küssen, ja. Und ich kotze wieder. Das ist auch etwas, was der schon 8-mal gesagt hat. Der kann vielleicht nur diese 5 Sätze, boah, du bist so geil und boah, dein Körper und boah, wirklich der Wahnsinn. Hat er schon zu Laura gesagt, hat er sicher auch zu Nadja gesagt. Und wer darauf reinfällt mit der Hoffnung, dass daraus irgendwas Ernstes entsteht, ja, dem ist halt auch nicht mehr zu helfen. Ist halt einfach Red Flag Talk. Frag mal irgendwas anderes und dann hätten wir wieder dieses... Und es wäre eine komische Situation. Der ist immer so selbstbewusst, wenn er seine 5 Sätze runterrattern kann. Und ja, wenn du einfach darauf Bock hast, auf so einen Hot Summer Abend, ja, dann ist es natürlich okay, aber alles andere für alles andere Schwachsinn. Ja, du bist, jetzt bist du ja nicht mehr exklusiv, ich ne? Bin nicht mehr exklusiv. Yep, und da höre ich doch schon die kleinen Vögelchen singen. Bei
nicht. Wer aber wirklich so ein bisschen anbandelt, ganz, ganz langsam, sind Gabby und Lars. Okay, eher Gabby. Und Gabby hat eine ganz besondere Love Language, die es in sich hat. Beijo? Ja. Ich muss mit dir jetzt auf Portugiesisch reden, aber dann kriegst du einen Dauerständer und nicht nur fünfmal am Tag oder so. Und ich sag mal so, das ist schon irgendwie sexy. Aber egal, Lars sieht das tatsächlich nicht so, denn Lars hat eine gewisse Angst. Wir haben das ja schon in der letzten Folge beobachten können. Da hat er so ein bisschen mit Linda rumgemacht, Gabby hat das gestört und dann hat er sich in seinem Hot Summer eingeschränkt gefühlt. Und genau das möchte er ja irgendwie auch sagen. Nicht durch die Blume, sondern einfach straight in her face. Ich will ja nicht, dass du dich jetzt hier drin verliebst oder so. Ich will dich nicht verletzen. Deshalb rede ich ja gerade offen mit dir. Ich dachte, dann irgendwann kommst du da, Lars, ich bin verliebt oder so. Ich glaube, er möchte einfach nur nicht meine Gefühle verletzen, falls ich welche hätte. Habe ich aber nicht. Wait a minute. 3 Minuten später. Ich meine, ja, das sagt sie jetzt so auf cool im Interview. Aber natürlich mag die den schon sehr, sehr gerne. Sonst wird sie auch nicht eifersüchtig auf die Situation mit Linda reagieren. Und dann zu hören, wenn du jemanden gut findest, so, ey, ich will aber nicht, dass du dich irgendwie in mich verliebst oder so. Also ich will jetzt nicht, dass du mir morgens Hashtag irgendwie Couple WhatsApp schreibst. Hör mal bitte auf damit. Ja, ich glaube, so ganz geil findet sie das nicht. Ja, aber so wie du redest, ist ja auch so, dass du mich niemals kennenlernen möchtest. Klar. Ich lasse mich darauf ein, aber ich kann halt auch nichts versprechen. So. Ich kann nichts ausschließen, aber ich kann auch nicht sagen, dass es irgendwann kommt oder sowas. Schauen wir mal, was wird. Dann steht der Abend an und bevor Sophia reinkommt, stellen sich Laura Blond und Jenny die Frage, ja, was machen wir eigentlich, wenn denn nochmal ein Angebot gestellt wird? Würdest du nochmal verkaufen, so in die eigene Tasche? Klar. Denk immer zuerst an deinen Arsch, Bro. Oha, und ich habe das Gefühl, allein, dass wir das gesehen haben, irgendwas passiert heute. Dann kommt Sophia und beantwortet erstmal die Frage, wer geht in die Matchbox? Nicola und Laura Brünett. So, jetzt geht es darum, schnell zu sein. Wer zuerst verkaufen ruft, erhält den Zuschlag. Oh nee. Auch am Kleingedruckten hat sich nichts geändert. Der Betrag, den ich gleich nenne, kommt auch aus eurem Gruppenjackpot. Das war's von mir zum zweiten Mal mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat's trotzdem ein bisschen gefallen. Ich habe gemerkt, ich bin hier ein bisschen durchgerannt. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Ich hoffe, ihr liked das Video, abonniert diesen Channel, supportet mich. Und wir sehen uns schon bald wieder, dann in alter Frische und neu motiviert. Nur das Beste für euch. Ciao.